Dieser Brief wurde dem Zentrum für politische Schönheit zugespielt und ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen. Liebe Freunde der freien Rede, auch ich begreife dieses Forum als Möglichkeit, Sphären Gehör zu verschaffen, die normalerweise durch physikalische Gesetze oder, wie in meinem Fall, berufsethischen Verpflichtungen diesbezüglich eingeschränkt sind. Ich bin stellvertretende Leiterin des Politikressorts einer größeren deutschen Tageszeitung und treibe mich nun schon seit über 10 Jahren unter der Berliner Käseglocke herum. Ich kann mich über gute Kontakte nicht beschweren und habe mir im Laufe der Zeit den Ruf einer integeren und unvoreingenommenen Gesprächspartnerin aus der Pressewelt gemacht. Eine, mit der man auch mal ein vertrauliches Hinterzimmergespräch führen kann, ohne fürchten zu müssen, dass sich Teile dessen in den morgigen Blättern wiederfinden. Häufig ist dies natürlich auch gewollt. Dann will man etwas aus Regierungskreisen vernommen haben, um bestimmte Botschaften zu lancieren. Manche Politiker, vor allem diejenigen in höheren Ämtern, die Verantwortung tragen, die schätzen jedoch ab und an auch mal das ungezwungene freie Gespräch, wollen in die Tiefe gehen, ohne dabei jedes Wort, bevor sie es aussprechen, zweimal umdrehen zu müssen. Aber das, was ich vor etwa 3 Wochen vernahm, als ich in einem einschlägigen Berliner VIP-Restaurant zu Mittag aß und sich am Tisch nebenan hinter einer Abtrennung Helmut Schmidt und Peer Steinbrück unterhielten, wäre auch im vertraulichsten Hinterzimmergespräch niemals zur Sprache gekommen. Nachdem die beiden nach etwa einer Stunde das Restaurant verließen, wartete ich ein paar Minuten, zahlte und lief in einer Art Schockstarre in den nahegelegenen Tiergarten. Dort setzte ich mich auf eine Parkbank und notierte grob den von mir mitgehörten Gesprächsverlauf, wobei ich versuchte, so nah wie möglich am tatsächlichen Wortlaut zu bleiben. Dieses bestürzende Dokument kann und will ich Ihnen einfach nicht vorenthalten, auch wenn ich mich damit von einer Journalistin zu einer Schnüfflerin degradiere. Es folgt also nun das niedergeschriebene Gespräch zwischen Peer Steinbrück und Helmut Schmidt. Ja, unglaublich. Peer. Helmut, reichen Sie mir bitte mal das Wasser. Ich habe nach diesen Fernsehinterviews immer so einen trockenen Mund. Helmut, das wundert mich eigentlich. Sie haben doch kaum was gesagt. Und wenn doch, war es nur, um mich kurz zu bestätigen. Peer, ich halte mich nur an unserem Plan. Helmut, dabei müssen Sie aber nicht päpstlicher sein als der Papst. Versuchen Sie einfach ein wenig Spaß dabei zu haben. Peer, das sagen Sie so leicht dahin. Sie müssen doch nichts mehr werden. Helmut, woher wollen Sie das eigentlich wissen? Ich habe noch viel vor. Und mit Ihnen noch mehr, meine liebe Muße. An dieser Stelle ertönt das bekannte hämische Gackern Steinbrücks. Helmut stimmt mit ein, verliert sich dann im Husten und steckt sich eine Zigarette an. Peer. Was passiert eigentlich, wenn tatsächlich alles zusammenkracht, so wie Sie es prophezeien? Dann wieder Helmut. Höre ich da einen leichten Zweifel an meiner Gabe der Vorausschau? Wenn die ganze Scheiße zusammenkracht, soll mich das nicht weiter stören. Ich muss die Scherben ja nicht mehr aufsammeln. Schaue mir dann mit meiner Loki von oben alles an, wie andere das erledigen. Und Sie werden dann so viel zu tun haben, dass Sie gar nicht dazu kommen werden, sich groß Gedanken über das Fußvolk zu machen. Peer? Ich denke ab und an darüber nach, ob ich nicht schon vorher Kontakt mit den Chinesen aufnehmen soll, dass man sich wenigstens schon mal kennengelernt hat und... Schmidt unterbricht Steinbrück, in rüdem Tonfall wird laut. Sie sollen nicht nachdenken, Sie kleines Kanzlerpüppchen. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen, Peer? Sie sollen das Maul halten, bis ich Sie mit meinem Kontaktmann bekannt gemacht habe. Wenn die Zeit dafür reif ist, wird Jian Hu alles mit Ihnen durchgehen und jetzt wird erstmal gegessen. Nun wird lange schweigend gegessen.
Dann nach einer Weile, Peer. Trotzdem finde ich, ich sollte irgendwann auch mal wieder damit anfangen, alleine aufzutreten. Ich muss ja auch auf meine Autorität achten. Und die werde ich ja wohl brauchen, wenn ich dann vor die Menschen trete und sie mit der neuen Situation konfrontiere. Schmidt seufzt, fährt dann in kaltem Tonfall fort. Ach, Peer, Sie mögen ja im Schach der Bessere von uns beiden sein, aber Sie haben einfach noch keine Erfahrungen mit echten Schicksalsmomenten der Geschichte gemacht. Da geht es nicht mehr um Strategie, sondern um möglichst reibungslose Durchsetzung. Dieses Scheißvolk hat schon oft gezeigt, dass es die Autorität frisst, die auf den Tisch kommt. Haben Sie keine Angst, ich werde Sie dann schon über die mir zugeneigten Medien ins rechte Licht rücken, wenn der Tag gekommen ist, und eine Wahl müssen wir dann höchstwahrscheinlich eh nicht mehr bestehen. Lassen wir es für heute gut sein. Ich bin müde, muss mich ausruhen. Halten Sie die Ohren steif, mein Junge. In 1-2 Jahren werden Sie über Ihre heutigen Ängste lachen. Die Regierungsgeschäfte, die ja dann größtenteils auf das rein verwaltungstechnische beschränkt sein werden, werden Sie mit links erledigen. Den Rest übernehmen dann meine chinesischen Freunde, so Abmarsch. Peer? Na gut, Ihr Wort in Gottes Ohr. Helmut? Mein Wort in Gottes... Entschuldigung, aber das möchte ich jetzt lieber nicht vorlesen. Der Brief endet mit folgenden Worten. Dies ist in etwa das Gespräch, das ich aufgefangen habe. Glauben Sie mir, ich habe hier nichts hinzugedichtet. Eher noch habe ich den einen oder anderen ordinären oder zynischen Ausfall gestrichen. Ich hoffe, Sie werden die richtigen Beschlüsse, also die richtigen Schlüsse aus dem Berichteten ziehen. Und verbleibe mit verantwortungsvollen Grüßen, H. M. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer Ho, Chok, Ju, Fei. Vielen Dank, wunderbar. Wunderbar. Nun kommen wir zu einem der Höhen.